Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Heute bei Dietmar Hölscher zu Gast ist ein Urgestein der E-Commerce-Branche. Einer, der die deutsche krasse Version von Steve Jobs mit Apple nacherlebt. Er hat bereits mit 16 eines der heute erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen überhaupt gegründet. Er hat mit seiner Vision den Markt bereits mehrfach revolutioniert und ganz neue Maßstäbe gesetzt. Er ist der Macher hinter dem E-Commerce-Systemhersteller Shopware. Begrüßen wir heute einen der innovativsten Vordenker der Digitalisierung im Handel, Stefan Hamann. Herzlich willkommen, Stefan. Hi, schön hier zu sein. Ja, wir haben schon so ein bisschen gehört, für den, der dich nicht kennt, was du schon alles gemacht hast, mit wem wir heute reden. Wir reden über Shopware. Stell doch mal kurz vor, was ist denn Shopware für den, der es noch nicht kennt? Shopware ist also ganz platt gesprochen im Grunde eine Softwarelösung, mit der man oder mit der ein Online-Händler sein digitales Business aufbauen kann. Mhm. Digitales Business meint hier nicht mehr nur der Online-Shop, so das war vor 10, 15 Jahren der Fall, sondern im Prinzip kann Shopware als zentrale Steuerstelle in der Mitte alle digitalen Verkaufskanäle sozusagen ansprechen und bedienen. Und der Händler kann sich eben sicher sein, dass er mit Shopware sozusagen nicht nur das Stück Software erwirbt, sondern Zugang zu einem Ökosystem mit vielen tausend Entwicklern, mit ganz vielen Partnern, die sich mit Shopware perfekt auskennen und er eben auch an die Hand genommen wird sozusagen und kontinuierlich einfach davon profitiert, dass sehr viele Menschen da draußen sich mit Shopware beschäftigen. Kannst du noch mal ein Beispiel nennen für, was gibt es denn außer dem Shop-System noch? Was sind die anderen Frontends, auf denen ihr so schon aktiv seid oder sagen die Beinchen schon ausgestreckt habt? Genau, also es sind natürlich die Marktplätze auf der einen Seite, Amazon, eBay und viele weitere Marktplätze. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Standard-Integration im Bereich Social Commerce, also Richtung Facebook, Instagram, Pinterest und so weiter. Und was dann auch noch eine große Rolle spielt, sind, ich sag mal, ein bisschen die grüne Wiese letztendlich. Also Shopware ist API-first gedacht. Das heißt, man kann im Grunde auch völlig entkoppelt eigene Frontends entwerfen, konzipieren, bauen, auch in Richtung B2B, in Richtung Internet of Things. Da sind ja einfach ganz, ganz neue Anwendungsfälle oder Integrationsmöglichkeiten denkbar in der Zukunft und dafür ist Shopware eben entsprechend ausgelegt. Kannst du noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht erklären, wir haben ja so ein bisschen Werbung noch mal für dich gemacht, weil das ist ja auch phänomenal, was ihr geschaffen habt. Ne? Also ich komme ja hier auch aus Münsterland, bin nicht so weit weg von dir, habe sogar schon mal geschafft mit einem Fahrrad zu dir tatsächlich. Das wäre jetzt nicht jemand, wo wenn jemand fragen würde, naja, führendes Shopsystem aus Deutschland, aus dem Münsterland, das ist ja eher ungewöhnlich. Ne? Wobei wir im E-Commerce ja, wenn man so auf die weltweite Karte schaut, tatsächlich Deutschland eher zu den top führenden Systemen sind, ne? Gehören. Und gar nicht so, wie man sonst immer denkt, die Amis sind immer vorne, das wäre dann nur Magento, die auch so gerade am Straucheln immer mal wieder sind. Aber wir sind da schon deutschlandmäßig ganz gut aufgestellt, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Ne? Shopify mit deutschem Gründer, ich meine, klar, Shopware, was Spryker, Hybris hat deutsche Wurzeln und so weiter und so fort. Also Commerce Tools natürlich. Also das ist schon bemerkenswert, wie stark dann doch da der deutsche Footprint so in der internationalen E-Commerce-Szene ist. Aber natürlich für uns selber auch. Also was ist ja schon richtig gesagt, Schöpping ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ist halt ein kleines, überschaubares Dorf mitten im Münsterland. Und da sind wir natürlich ein Stück weit auch stolz, dass unsere Software mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch international in vielen, vielen Märkten von vielen, vielen Händlern eingesetzt wird und sich am Ende ja auch die Firma da einfach wahnsinnig weiterentwickelt hat über die letzten Jahre. Ne? Also, wie schafft ihr es denn sozusagen tatsächlich in vielen Bereichen immer mal wieder auch der Innovationsführer zu sein gegenüber all den großen Playern? Ich glaube, das hat ganz viel mit zwei Sachen zu tun. Das eine ist halt, wir sind Inhaber geführt, also wir und mein Bruder gehört die Firma und wir sind beide entsprechend auch im Vorstand unterwegs und wir haben beide, das ist irgendwie ganz, ganz interessant, haben ja sehr stark unterschiedliche Interessensgebiete. Bei mir ist es halt eher der Technologiebereich, dieses Experimentieren, Dinge ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du das Buch The Lean Startup kennst, aber diese Mentalität, ja, ne? Also wirklich Dinge in Frage stellen, Dinge challengen und sich jeden Tag neu erfinden. Das ist ganz tief in meiner DNA und bei meinem Bruder ist es halt eben ganz stark diese Design-Marketing-Sprache, die User Experience, sicherstellen, dass das Produkt auch verstanden wird, dass die Leute das Produkt bedienen können. Und das ist eigentlich eine coole Kombination. Das führt ein Stück weit dazu, dass wir uns halt wirklich
regelmäßig neue finden. Shopware 6 ist ein gutes Beispiel. Da haben wir gesagt, alte Zöpfe ab, einmal ans Reißbrett und wir machen alles komplett neu, obwohl wir mit Shopware 5 ja ein sehr gut laufendes Produkt irgendwo hatten. Aber haben einfach gesagt, um wirklich dem Händler der Zukunft eine gute Lösung bieten zu können, müssen wir tatsächlich nochmal ganz von vorne anfangen im Prinzip. Und ne, das war eine sehr auch intern kontrovers diskutierte Entscheidung logischerweise und auch ein gewisser Höllenritt, das über 3-4 Jahre dann entsprechend hochzuziehen. Aber das meine ich halt. Das sind halt so Themen, wo wir auch mutig sind, wo wir uns Dinge trauen und wo am Ende, das glaube ich, auch dann diese Marktwahrnehmung herkommt, die du gerade beschrieben hast. Wie würdest du denn das, es gibt so zwei Negativ-Trends oder nicht Trends, gar nicht, sondern so zwei Unkenrufe, die man immer wieder hört von Leuten, die noch nicht im E-Commerce so wirklich zu Hause sind. Die einen sagen, naja, brauche ich nicht, wir sind ja jetzt, der Lockdown ist vorbei, wir sind ja noch analog unterwegs und die Leute kommen wieder in meinen Laden, das sind so die B2C-Leute und dann gibt es diejenigen, die aus der B2B-Branche kommen und sagen, ja, wir brauchen da schon, aber wir brauchen ja eigentlich gar kein Shop-System, sondern der B2B-Commerce wird sich ja eher entwickeln in Richtung OCI-Punch-Outs und keine Ahnung, digitale Kommunikation. Wie siehst du das denn? Wo seid ihr denn da positioniert? Und auch nochmal, als dritte Komponente von mir nochmal reingebracht, das Thema Marktplätze. Ne? Kaufe ich doch sowieso nur auf Amazon, warum muss ich denn da noch ein Shop-System haben? Du hast das ja gerade schon mal angefangen zu differenzieren. Ja, ich fange mal mit deiner letzten These an. Also wir glauben im Prinzip bei Shopware, dass es einen riesigen Bedarf eigentlich gibt an einem erlebnisorientierten Shopping in der Zukunft. Also aus unserer festen Überzeugung heraus wird es in Zukunft einfach so sein, wir werden noch viel, viel stärker die Einflüsse von Automatisierung, von künstlicher Intelligenz im Alltag spürbar bekommen oder wir werden es viel deutlicher merken. Und Dinge des alltäglichen Bedarfs, die werden wir zukünftig nicht mehr individuell shoppen, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Mhm. Ne? Das wird ganz, ganz viel wird sozusagen dann einfach per Subscription oder wie auch immer, wird dann zugestellt, wenn der Kühlschrank sagt, es wird jetzt benötigt oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite strebt ja jeder Mensch auch nach Erlebnissen. Und da glauben wir, dass ganz viel Potenzial verborgen für B2C, aber auch für B2B Marken und Hersteller, da halt eine sehr, sehr individuelle und eine sehr tailor-made Lösung an den Start zu bringen. Das muss ja nicht immer der Online-Shop sein. Ja? Das kann auch sozusagen, was ich vorhin meinte, irgendwo eine kanalübergreifende Lösung sein oder eine Lösung für den Social-Commerce-Bereich oder wie auch immer. Aber da muss man schon schauen, dass man als Marke und als Hersteller, dass man sich differenziert. Dass man sagt, natürlich in der Overall-Betrachtung braucht man auch eine Marktplatzstrategie, weil ganz ehrlich, da sind viele Kunden, die will ich mitnehmen. Aber das eine heißt ja nicht, das andere zu lassen. So, man benötigt mit Sicherheit auch in einer Welt, wo die Taktgeschwindigkeit immer stärker zunimmt, wo jeden Tag ja neue D2C-Brands geboren werden, ist ja dieses Thema Markenidentifikation und auch als Marke Values sozusagen vermitteln, das wird eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung haben. Hm. Jetzt habe ich, sorry, das war ja die Antwort auf die dritte Komponente. Die zweite war so ein bisschen, die Kommunikation wird ja auch eher elektronischer sein aus dem B2B-Sektor, also weniger, ich kriege mir was zusammen, sondern ich habe tatsächlich auch häufig zu tun mit so richtig Hardcore B2B. Das heißt, ich bin Schleifmittelhersteller aus dem Sauerland, habe 50.000 Mitarbeiter weltweit und bei mir kauft der große Autokonzern ja nicht in einem Warenkorb ein, sondern der kauft anders ein. Ich möchte aber auch den Direct-to-Consumer-Markt bedienen und brauche eigentlich so einen Twitter. Ne? Also einen, wo dann der Konzern sagen kann, okay, ich bestelle bei dir 200 Container in die ganze Welt und der andere, der dann sagt, okay, ich hätte gerne aber nur 10 Kisten. Genau, das ist ja genau das Charmante. Das sind ja genau solche, ich sag mal, solche Kombinationen von Geschäftsmodellen, wo wir auch gerade Shopware 6 in der Zukunft gut positioniert sehen. Ne? Die Idee ist halt da im Grunde, dass wir die ganze Business-Logik, die ja in einem Shop-System am Ende des Tages oder in einer Lösung wie Shopware verankert ist, dass wir das halt sehr, sehr flexibel gestalten und dass du am Ende des Tages im Prinzip über einen, also jetzt ein bisschen technisch gesprochen, what you see is what you get Editor, über einen No-Code-Ansatz im Prinzip aus Geschäftsmodell Modulen wählen kannst und dann kannst du eben als B2B-Hersteller sagen, so ich habe jetzt auf der einen Seite eine B2B-Schiene, da habe ich den Prozess, den ich im B2B-Bereich brauche, über Shopware modelliert und auf der anderen Seite möchte ich jetzt ein Experiment starten. Ich möchte schauen, ob meine Marke auch im B2C-Bereich funktioniert, dann kann ich
Das würde ich zumindest jetzt in diesem Case wahrscheinlich empfehlen. Ich erstmal ein Experiment auf dem Marktplatz starten, weil da sind die Kunden schon da. Da kann ich schnell Daten sammeln und Dinge verproben. Das heißt, ich könnte aus derselben Shopware-6-Umgebung heraus eben ein zweites Geschäftsmodell, wenn man so will, eröffnen. Ein 2C-Geschäftsmodell, was ich ausschließlich auf Marktplätzen verproben will. Und alles wieder trotzdem wieder in eine gemeinsame Datenbasis, wenn du so willst, laufen. Ne? Und Shopware kann halt diese Dinge dann auseinanderhalten und passend auch verteilen. Also das ist so ein bisschen, so stellen wir uns das in der Zukunft vor, mhm, weil wir einfach auch glauben, dass gerade dieses Thema als Hersteller, als Brand schnell innovieren, Dinge ausprobieren, den Markt tatsächlich, Dinge verproben im Markt, viel näher noch am Kunden zu operieren. Das sind ja die Dinge, die, ne, die in jedem, sorry, Digitalisierungsbuch und ja, überall, das wird sozusagen ja in den Raum gestellt, dass, so soll man vorgehen, und dementsprechend muss das Tooling dann ja auch diese Vorgehensweise irgendwo ermöglichen. Und bei dem dritten Aspekt ist so ein bisschen so, der Ladenbesitzer, der sagt, okay, ich habe jetzt hier mein kleines Geschäft, ich hole mir vielleicht noch eine Kasse und binde einfach einen Shopify an und bin auch ewig glücklich. Mhm. Was bietet denn da Shopware als Alternative? Genau, also ja, du kannst auch das kannst du mit Shopware machen, ne? Mhm. Also, und du hast halt gleichzeitig den Vorteil, dass du bei Shopware im Prinzip du kannst flexibel bleiben. Und das Problem ist ja ein bisschen, was Shopify und andere Anbieter haben. Du bist dann Teil sozusagen einer Teil eines Produktes, wo du nur ganz, ganz schwer wieder rauskommst und wo es ganz, ganz schwer sein wird, wenn du dein Geschäftsmodell weiterentwickeln willst, du willst innovativer sein als andere, du willst dich differenzieren, dann geht das nur in dem Rahmen, den der Hersteller sozusagen zulässt. Und das glaube ich, das ist für viele innovative Projekte und Startups schon ein Showstopper früher oder später, weil man mit Sicherheit nicht bei Shopify anrufen kann und denen sagen kann, ich hätte jetzt gerne diese oder jene Funktion. So, und bei Shopware hast du eben beide Welten kombiniert. Du kannst in einem Cloud-Modell starten, risikofrei, günstig und so weiter und so fort, schnelle Time-to-Market. Und wenn du dann merkst, ich muss jetzt stärker customizen, ich will eine Agentur als Partner haben, weil ich eben noch eine krassere Vision habe, die ich jetzt verwirklichen möchte, dann hast du halt diese Option. Das ist halt so der entscheidende Unterschied, den ich da sehe. Ne? Und vielleicht noch ganz kurz, das ist auch noch irgendwo, vorhin hattest du ja gesagt, naja, also wenn ich jetzt, jetzt ist Corona vorbei, in Anführungszeichen, jetzt mache ich meinen Laden wieder auf und die Welt ist in Ordnung. Ich glaube, dass wir einen unfassbar krassen Konsolidierungstrend sehen werden in den nächsten Jahren und dass wirklich jeder Händler, der nicht professionell unterwegs war in der Vergangenheit, sich entweder jetzt neu erfindet oder definitiv in der Zukunft keine Zukunft als Händler in dem Sinne mehr haben kann, weil da werden die Spielregeln sich schon stark verändern. Ne? Also auf der einen Seite wird es einfacher, ich sage jetzt mal, einen klassischen Online-Shop zu eröffnen. Auf der anderen Seite, die Marketingkosten steigen exorbitant, der Kundenzugang wird immer teurer. Also man braucht schon einfach ein starkes Level an Professionalisierung, um da gut aufgestellt zu sein. Siehst du denn überhaupt die Zukunft des Handels? Also Handel in Form von, ich kaufe wirklich ein und verkaufe etwas wieder und habe 100 Mitbewerber. Und nicht in Handel in Form von, ich bin Direct-to-Consumer, also ich produziere oder ich habe keine Eigenmarken. Glaubst du, dass sich auch hier was ändern wird? Oder wie siehst du da? Ja, also ich meine, die Trends, die sehen wir ja schon im Markt. Ne? Das D2C ist halt ein riesen Thema, weil ein Stück weit sich auch, glaube ich, diese Lebens... Also Brands sind immer sehr, sehr generationsabhängig. Also es gibt halt, das kennen wir ja alle, es gibt irgendwie Brands, mit denen wir groß geworden sind. So, da haben wir irgendwie eine positive Assoziation, was diese Brands betrifft. Und das sieht bei anderen Generationen einfach fundamental anders aus. Und das ist schon auch, glaube ich, ein Grund dafür, dass jetzt Brands, die zum jetzigen Zeitpunkt auf den Markt kommen, die sehr viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit irgendwo appellieren und sich auf Nachhaltigkeit ausrichten, dass die natürlich, ich sag mal, mit einer viel größeren Durchschlagskraft und nach viel kürzeren Zeit halt große Marktanteile erobern können. Mhm. Und diese Taktgeschwindigkeit, die wird tendenziell noch weiter zunehmen. So, da wird noch mehr Dynamik einfach im Markt vorhanden sein. Und ich sag mal, etablierte Player in den unterschiedlichen Verticals, die werden kontinuierlich gechallenged. So, das ist halt einfach, man kann sich auch dort in den Bereichen nicht mehr auf den Lorbeeren ausruhen, sondern ist eigentlich sozusagen im tagtäglichen Kampf um die Zukunft ein Stück weit, ne? Und die klassische Handelswelt, also da bin ich, da habe ich noch keine endgültige Meinung dazu, aber das wird schon
glaube ich, eine Herausforderung, weil das einfach schon kollidiert letztendlich mit den Bestrebungen ja der meisten Marken und Hersteller selber, den Kundenzugang zu ownen oder direkt an den Kunden zu liefern. So, und wir sehen da ganz viele Bereiche, wo einfach eine klassische Handelsstruktur gar nicht mehr benötigt wird, wo dann einfach gesagt wird, ihr als Hersteller verkauft uns selber auf Amazon, wir als Hersteller haben unseren eigenen Shop. Und dann haben wir vielleicht noch Reseller, die, keine Ahnung, unsere Produkte auch verkaufen dürfen, aber das ist nicht mehr der Hauptfokus unseres Distributionsmodells. Also, und das sorgt ja am Ende des Tages dafür, dass, ne, das ist vorhin ja mit den Preisen angesprochen, die unterschiedlichen Hersteller oder die unterschiedlichen Anbieter werden immer vergleichbarer, die müssen das gleiche Pricing anbieten, die Verfügbarkeit ist gleich, die können sich nicht differenzieren. Und das ist das Riesenproblem, was ich da sehe. Also ich sehe das nochmal so ein bisschen drastischer wie du, weil heute halt Marke auch einfach schneller geht. Ne? Also es war einfach auch der Marken, die wichtig und gut waren, sind schneller wieder vergessen auf der einen Seite. Trotzdem ist es auch einfach, eine neue Marke sozusagen auch aus dem Boden herauszustampfen. Ne? Ich habe zwei Kinder, die sind im Teenie-Alter, was die regelmäßig an neuen Marken, von denen ich noch nie was gehört habe, was aber in deren Umfeld, also in deren eigener Wolke, eine total krasse Marke ist. Mein Gott, das sind so viele Subwelten, die sich da gerade auftun, das ist schon Wahnsinn. Aber trotzdem glaubst du schon noch daran, dass es also im Handel, wie auch immer er sich wandelt, schon noch eine Zukunft gibt und nicht nur für die 4-5 großen Player am Ende des Tages? Nein, das glaube ich nicht, genau. Also Handel im breiten Feld, ja. Mhm. Ne? Also ich glaube, da gibt's, das wird niemals ein Thema sein, wo wir am Ende nur, wo es nur 5 Player auf der ganzen Welt gibt und die bestimmen, wie der Handel läuft. Handel ist Wandel, das ist ein altes Sprichwort, das kennst du auch. Und da ist halt viel Wahres dran. Also es wird sich neu, der wird sich neu erfinden, der wird viel weiter und viel breiter werden in der Zukunft. Wir sehen halt auch viel Potenzial im ganzen Dienstleistungsbereich, was ja noch weitestgehend analog läuft, in der Kombination aus klassischen Handelsmodellen mit Servicemodellen zum Beispiel, ne, das ganze Shared Economy, also Modelle in Richtung Vermieten, Reservierung von Waren, von Ressourcen, von Dienstleistungen. Da ist halt noch so viel Potenzial. Da sind wir am Anfang und nicht am Ende. Ja, das redest du schon genauso, wie ich das aussehen würde. Wir sind auch schon fast zum Ende, aber ich würde dich gerne nochmal verhaften wollen für so ein, zwei Einsichten, die ihr nochmal als Shop-Systemhersteller ganz anders habt, als ich das jetzt zum Beispiel auch aus der Sicht der Agentur sehe oder aus Sicht des Shop-Betreibers. Es gibt ja immer so ein paar Showstopper, wo man sich die Haare rauft und denkt, Leute, was macht ihr da gerade am Markt? Kannst du noch so ein, zwei Tipps mal mitgeben, wo du sagst, so irgendwo, das sind Trends im Markt, die siehst du und du würdest aus Shopware-Sicht nochmal ganz anders machen wollen oder irgendwas mitgeben wollen, wo du sagst, nee, Leute, das ist, da rennen jetzt alle hinter irgendwas hinterher, ich weiß nicht, ob es der Facebook-Buy-Button ist oder was auch immer, wo du sagst, entspannt euch mal oder schlagt mal einen ganz anderen Weg ein oder werdet auch noch innovativer, auch das kann ja der Weg sein. Ja, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche, das weißt du ja auch, in der heutigen digitalen Welt sind wir ja permanent eigentlich einer krassen Entwicklung ausgesetzt, wenn man so will. Ne? Also Trends kommen, Trends verschwinden und ich bin immer einer, der eher eine Sekunde länger abwartet und schaut, wie sich ein Trend entwickelt. Nehmen wir mal dieses Beispiel jetzt mit Clubhouse, dieser Megatrend irgendwie Anfang des Jahres, wo, keine Ahnung, sofort die halbe Internet-Community da irgendwie auf den Clubhouse-Zug aufgesprungen ist. Alle haben ihre Adressbücher mit dieser Firma geteilt und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, ich mache da nicht mit, es ist mir irgendwie suspekt und ich warte erstmal ab so und heute redet kein Mensch mehr über Clubhouse. Also es ist manchmal auch gut, einfach eine Sekunde abzuwarten und nicht auf jeden beliebigen Trend sofort draufzuspringen. Das wäre so mal das Erste. Und das andere Thema ist, also ich glaube am Ende, dieses Experimentieren, dieses Dinge ausprobieren, wohl wissend, dass nicht alles erfolgreich sein kann, das ist halt auch wichtig und notwendig. Also Social Commerce, keine Ahnung, ich glaube schon, dass das für D2C-Brands ein total entscheidender Vertriebskanal sein schon ist und auch sein wird in der Zukunft, weil die Zielgruppe sich vielleicht in diesem sozialen Umfeld, wo nochmal ein anderer Bezug zur Marke aufgebaut werden, ein anderer Trust zur Marke, das sind halt Dinge, wo ich schon glaube, dass sie wirklich spannend sein können. Wo ich glaube, wo wir noch ganz am Anfang stehen und wo ich auch aus der Perspektive Shopware mich tatsächlich darauf freue, zu überlegen, wie können wir uns dort positionieren, ist halt der ganze Markt, ich sag mal, rund um
Augmented Reality und Virtual Reality, wo ich schon glaube, wenn Apple nächstes Jahr hoffentlich dann die Apple Glasses vorstellt, dann wird das ein Game Changer sein. Das wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass dieser Markt halt sehr schnell sehr attraktiv wird, ne? Und dann werden halt auch Shopping-Lösungen benötigt, die mit diesem Medium sozusagen funktionieren und sich natürlich anfühlen. Das wird mit Sicherheit nochmal für viele Brands, Marken, Hersteller, Händler eine coole Möglichkeit, sich eventuell zu differenzieren und anders zu positionieren. Jetzt muss ich doch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja doch mal ein paar Jahre auch zusammengearbeitet und ich weiß, dass wir bei Shopware damals, als ich noch da war, einer der ersten waren, auch die auch Google Glass da hatten, ne? Und damit auch experimentiert haben. Die ersten Tage voll euphorisch und dann immer weniger. Was glaubst du denn, das lag ja nicht nur an der Technik, die ja von Apple garantiert meilenweit von dem, was Google Glass am Anfang gehabt hat, entfernt war, liegen wird. Aber es gab ja dann auch so ein bisschen so Verballhornungen damit, mit den Leuten, die es getragen haben. Es ist ja nochmal, du hast es gerade angeschaut, es ist ein Game Changer im Positiven, wie aber auch im Risikobereich. Ich sag mal bewusst nicht negativ. Es kann ja auch voll nach hinten losgehen, ne? Weil damit ja Dinge möglich sind, eine andere Art dessen, wie wir arbeiten. Ne? Also ich habe das erste Mal in Terminator gesehen, ne? Also wie sowas sein könnte. Das wird da 10 Ebenen weiter sein, worüber wir dann reden und was wir machen. Dieses Verschmelzen von tatsächlich virtueller und echter Realität, das habe ich schon gemerkt jetzt durch... Wir arbeiten ja jetzt seit zwei Jahren schon fast komplett remote. Das heißt, ich führe ein Team. Meine Leute aus meinem Team sitzen in ganz Europa tatsächlich. Ich spreche mit denen jeden Tag. Ich kommuniziere jetzt wegen Corona gar nicht mehr mit denen persönlich, ja, sondern halt über Zoom oder andere Tools. Wir werden uns jetzt hoffentlich bald im Sommer alle wiedersehen. Das probieren wir zumindest. Das ist aber wieder auch, weil ich ja auch ein Typ bin, war, ne, für ein Bierchen oder sowas. Oder Menschen müssen sich dann auch mal sehen. Aber es hat schon was verändert. Und wenn ich jetzt überlege, wie man das noch weiter virtualisiert, also über die Brille, ich muss gar nicht mehr den PC haben, ich muss gar nicht mehr, ne, ich kann meine Videokonferenz eventuell auf einer ganz anderen Ebene nochmal ausführen. Siehst du da nicht auch Gefahren drin, dass sich das selber überholt? Weil du bist da so, du bist ja auch techniknah, ne? Deswegen, ich kann deine Begeisterung total verstehen. Aber ich weiß noch nicht, wo ich das einschätzen soll. Das weiß ich selber ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich glaube, das wird ganz viel darauf ankommen, also was dort konkret vorgestellt wird, wie sich das anfühlt, wie die Convenience ist, also wie die Anwendung wirklich in der echten Welt funktioniert. Ist das irgendwie so ein Angeber-Gadget, so ähnlich wie die Google Glass, die zwar irgendwie so ein paar Leute dann haben, aber die sich gar nicht durchsetzt, weil viel zu teuer oder so, das weiß man ja alles noch nicht. Ja, bei Apple wird es ja auch auf jeden Fall nicht günstig sein, ne? Nee, günstig wird es nicht sein, aber natürlich wird es so sein, wenn Apple dort eine Vorreiterrolle einnimmt, dann wird es ja nicht lange dauern und dann wird es ähnlich wie damals mit Android schon wahrscheinlich irgendeine deutlich günstigere alternative Lösung geben. Da ist erstmal davon auszugehen. Die Frage ist am Ende des Tages, welchen Mehrwert kann so ein Gerät überhaupt in unseren Alltag integrieren? Ich glaube, das ist am Ende der Kundennutzen. Ne? Jetzt unabhängig von E-Commerce, unabhängig von Handel, unabhängig von Erlebnis. Was ist der ultimative Anwendungsfall? Weil ich glaube, das Problem, was wir heute haben in diesem AR-VR-Bereich, ist ja ganz viel, dass das in der Theorie zwar alle cool finden, es in der Praxis aber komplett irgendwie unhandlich unbequem und krass. Ja, du brauchst eine krasse technische Affinität, um damit wirklich Spaß zu haben. Und es ist auch alles nur nice to have. Es ist nichts dabei, wo du sagst, das ist so geil, das erleichtert mein Leben, das macht mir so ultra viel Spaß und deswegen habe ich jeden Abend so eine 750 Gramm schwere Brille auf dem Kopf. Das gibt's noch nicht. Ich würde Apple halt zutrauen, die haben das Potenzial, das zu schaffen. Das ist wirklich so ein Ich-will-das-auch-haben-Effekt auslöst und sich der Markt einfach, dass der Markt eine kritische Masse erreicht, dass dementsprechend auch ein Ökosystem entsteht, wo ständig neuer Content, neue Möglichkeiten etc. Bereitgestellt werden, ähnlich wie mit dem iPhone und dem App Store damals, dann wird das eine super, super interessante Geschichte. Ne? Und dann, das wäre halt auch ein Thema, wo ich bereit wäre, dann auch rein zu investieren und eben nicht abzuwarten, wird das jetzt ein Trend oder nicht, sondern da würde ich sagen, das ist so spannend, weil das einfach unserer Vision total nahe kommt, das Shopping-Erlebnis zu verändern und noch greifbarer zu machen und näher an den Menschen zu bringen. Das wäre halt für mich ein No-Brainer.
also sobald klar ist, in welche Richtung das geht, sind wir vom Shopware auf jeden Fall dabei. Klasse. Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, wo kommt Shopware her, was macht Shopware, wie siehst du diese Trends? Ich kann da dir nur beipflichten und sagen, Leute, denkt noch mal 3 Schritte weiter in der Digitalisierung. Ich glaube, das ist die Ende der Fahnenstange wirklich noch lange, lange nicht erreicht. Und ich kann mir auch vorstellen, ähnlich wie du, jetzt nicht nur durch diese VR-Geschichten, sondern auch Dinge, die wir uns vielleicht jetzt gerade alle noch gar nicht vorstellen können, dass sich das nochmal eine neue Richtung entwickelt. Ich will nur nochmal so auch 3D-Druck mit reinbringen, was das nochmal an, wenn das jeder zu Hause machen kann. Das sind so Anfänge, die gerade passieren. Ne? Ich weiß nicht, ob du auch in der Szene so unterwegs bist, dass man so Leute sieht, die wirklich Geld damit verdienen, dass sie einen 3D-Drucker zu Hause haben. Ne? Und dann auch umgekehrt. Ja. Also ich kaufe ein und es sind so die ersten Ideen in den USA, dass sich auch Communities bilden. Also ich stelle Ressourcen bei mir zur Verfügung. Ne? Du hast auch gesagt, Shared Produkte mit reinzubringen. Ich habe mein Auto in der Garage stehen, was ich für andere auflade, miete. Ich brauche ja auch eine Plattform darüber, wo das alles sich ausgetauscht wird und komme dann damit auch so ein bisschen so zu dem letzten Punkt, den ich noch mit einwerfen wollte. Was hältst du denn von diesen, weiß nicht, jeder nennt es auch so ein bisschen anders, von diesen Mega-Apps, also die sozusagen versuchen, so ähnlich wie Wish in Asien oder Twint tatsächlich in der Schweiz, zu versuchen, eine App zu werden, die das ganze Erlebnis nochmal ganz ablöst. Ne? Ich hatte jetzt gerade nochmal mit Twint gesprochen, die ja sagen, okay, ich habe halt diese Twint-App und ich kann damit parken, ich kann damit bezahlen, ich kann damit sozusagen ins Theater reingehen, ich kann damit Zug fahren und ich löse damit nochmal als Game-Changer was ganz anderes ab. Und so ähnlich funktioniert ja auch Wish schon mal. Habt ihr auch solche Ambitionen oder siehst du das als Gefahr oder ist es auch, schätzt du das ein? Also da haben wir jetzt keine Ambitionen. Hm? Ich finde das spannend, also ich finde auch einen Anbieter wie Twint spannend, so diese Idee letztendlich, ich sag mal, ja, weil Mehrwerte potenzieren sich ja manchmal auf. Das ist ja nur eine Park-App zu sein, ist vielleicht irgendwie nicht so sexy, nur dies zu sein, nur jenes zu sein. Und manchmal entsteht der Mehrwert ja aus der Kombination von Möglichkeiten. Mhm. Deswegen glaube ich, hat das schon Sinn und das ist schon eine spannende Lösung, wo ich halt ein bisschen ein Fragezeichen dran habe, wenn man dann natürlich so eine Mega-App, also wenn ein Anbieter da ist, der so eine Mega-App betreibt, dann ist das vielleicht am Anfang alles cool. Die Frage ist halt, mit welcher Taktgeschwindigkeit wird das dann am Ende auch wirklich weiter innoviert. Mhm. Ne? Also das darf ja dann nicht statisch bleiben. Das heißt, man muss ja schon, je mehr Facetten man dort rein integriert, desto mehr muss man eigentlich auch in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der unterschiedlichen Features investieren, sodass es schon nicht zu unterschätzen. Also kein Ding, was mal eben so gemacht ist. Mhm. Aber das hat viel Potenzial. Wunderbar. Ich bedanke mich total für deine Zeit hier gerne. Am späten Nachmittag noch und wünsche Shopware auch weiterhin den weiteren Weg auf der Überholspur, da wo ihr jetzt seid. Ja, danke. Vielen Dank. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer E-Commerce-Blog.